Moin, meine liebe Superzuchtis, dies ist der Fluppi mit dem Muchti MTS, der gleich ein riesiges, überdimensionales Mettbrötchen in seinen kleinen Körper reinstopfen wird und danach stinkt. Wer sagt denn, dass ich nicht davor auch schon stinke? Das ist natürlich ein sehr guter Punkt und damit drücken wir eine beliebige Taste und starten hier in die Mass Effect 3 Demo und gucken uns mal an. Oh, wir werden verbunden mit EA-Servern. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Es geht hier auf iPad. Nein. Action, Rollenspiel oder Story? Action! Ich gebe mal ein oder ich freue mich auf Action. Also wir probieren jetzt mal ein bisschen Action aus. Ach, guck mal, hier auch schon Bioware. Das heißt, das Spiel wird ein bisschen teurer als die anderen. Kennen wir ja. Aber ist gesund. Absolut. Meistens. Für das Laufwerk. Zum Beispiel. How bad is it? Bad. Wie ist es eigentlich mit Cutscenes? Gehen wir rüber, oder? Herrgott, das kann sich jeder selbst angucken. Mass Effect 3 heißt ja, dass es schon Teile davor gab, ne? Nein. Achso. Was ist denn das jetzt? Was hat dir das denn verraten? Ah, jetzt dachte ich schon, Alter. Ich dachte jetzt schon Videografik, aber nein, das war irgend so ein Kind hier. Oh, gucke mal. Überall irgendwie Beton und 3 cm Grünfläche und da spielt das Kind drauf, Alter. Ja. So, wir überspringen das und wir überspringen auch das und das springen wir auch über. Geil, den hätten sie eigentlich immer einen Silberblick raus programmieren können, um ehrlich zu sein. So, hier wird bestimmt irgendwas passieren. Herr Gott, da geht alles kaputt. So. Welches iPod ist denn? Welches iPad ist denn das? Ich finde so. Ey, die sieht aus wie Janet Jackson. Michael! Nein. Ey, die haben alle einen Schierblick. Das gibt's ja gar nicht. Ja, vielleicht ist das. Das ist die Bedrohung in dem Spiel, der Schiel-Virus. Okay, Hälfte des Spiels ist schon mal programmiert. Weil irgendwelche Cutscenes. Deswegen ist die Demo wahrscheinlich auch 2 Stunden lang, weil 2 Stunden und 50 Minuten davon Cutscenes. Oh, auf einmal ist da was, um Einsatzziele anzuzeigen. Was? Anderson zum Raumhafen folgen. Wenn du musst du Q drücken, Floppy. Damit deine Teammates das aussehen. Leertaste halten, um zu rennen. Achtung, Achtung. Hilfe. Error. Also ich muss ja nicht sagen, also sie rennen, als hätten sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwas im Arsch. Oh! Oh! Hat sich deine im Drehstuhl umgedreht, so mit einer Katze auf dem Schoß? Nee, was? Ich habe dich erwartet. Was? Ich muss irgendwas austaken. Oh, da ist noch einer. Die haben voll geile Anzüge an, diese Außerirdischen. Oh! Hat leichten Humor. F drücken für den Nahkampf, willst du mich verarschen? Achso, das ist Pause, oder was? Ja, oh! Fist! Ne, der hat irgendwie... Was war das denn jetzt? Was denn? Mann, du bist echt total fies, Mann. Du sagst dich so, oh, guck dir das an und ich sitz hier. Ja. Achso, cool, jetzt hat uns zum Glück dieses Riesenraumschiff, dieser Riesenpenis da, die Tür geöffnet. Und jetzt ist er auf einmal wieder da. What the fuck? Ich hab keine Munition, ja, das ist schön. Was ist denn das jetzt? Ja? Ah! Gesundheit? Zack! In die Fresse, du kleines, was auch immer du bist. Was ist ihm denn jetzt? Oh. Oh, das ist kein Kind. Hey. Hey. Du brauchst doch keine Angst haben. Okay. Ich verfluche. Tut dir nicht weh. Komm mal her, mein Kleiner. Nein, geh nicht mit ihm mit. Nein, Kinder, wenn ihr das seht, tut es nicht, geht nicht mit. Außer er hat Lollipops. Das nächste Mal seht ihr euch gefesselt auf einem Bett mit Schlaftabletten und euer Bein. Und Lollipops. Ja, aber die Lollipops sind dann schon woanders. Also, ich glaube, das sollen echte Schauspieler sein, weil der eine sieht aus wie ein echter Schauspieler. Ja. So, ich mache hier noch ein paar Cutscenes. Thanks. I owe you one. I owe you one. Gott, ey. Mindestens einmal in einem Spiel muss dieser Satz fallen. Ja. Ja. What the hell war das? Lieutenant Commander Williams, we're in sight of the spaceport. ETA 3 minutes. Ey, wie der läuft? Ernsthaft? Das ist lächerlich. Oh, jetzt hier. Oh, wait a minute.
Hilfe! ja. Überhaupt nicht gescriptet, also das ist überhaupt nicht überraschend, was hier abgeht. Absolut widerlich. Hast du jetzt einen Krabbenarm irgendwo in ein Gesicht gehauen? Nee. Viecher. Aber gut, du musst jetzt essen gehen, wir müssen zum Gunship. Ja. Bestimmt krabbeln uns jetzt hier noch ein paar hübsche, komische, widerliche Typen entgegen. Was ist denn das hier? Skyrim oder was? Ein Alien-Drache. User left your job. Ah! Nein! Oh. Jetzt bin sie wieder down. Ja. Aber gut, ich denke mal, das reicht erstmal, um einen kurzen Einblick zu bekommen für Mass Effect 3. Kritischer Fehlschlag. Natürlich hier nur bei den Supersuchtis. Am besten ihr ladet euch die Demo mal selbst. Und natürlich gucken wir dann auch mal rein, wenn die Multiplayer-Demo ab 17. da ist. Vielleicht auch schon ein bisschen früher, wenn Kollegen von uns etwas hochladen. Also bis später!